Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Long Dark. So, das könnte die letzte Folge am Wolfsberg werden. Wir sind erschöpft, deswegen schlafe ich jetzt erstmal 7 Stunden. Wir sind zu erschöpft, um noch irgendwas zu tun, was blöd ist, weil wir natürlich gerade Tag hatten, ist aber nicht so schlimm, denn habe ich natürlich nur noch Streichhölzer, aber das macht nichts. Ich zünde mal eins an. Ich nehme mir hier ein Stück Fleisch raus. So. Warte mal, stelle mich hier hin. Komme ich da an beides ran? Guck mal, perfekt. So, dann werde ich essen. Trinken. Zack. Und dann nochmal 12 Stunden schlafen. Und dann machen wir Folgendes. Hasenfallen einsammeln, erste Mission. Also wir werden jetzt erst nochmal was essen und was trinken, aber danach Hasenfallen einsammeln. So. Kurz das Reh hier reinhauen. Trinken. Perfekt. So. Ich werde jetzt auch mit dem Gepäck, was wir jetzt gerade drin haben, einfach losgehen in Richtung Hasenfallen. Also Hasenfallen einsammeln. Wenn wir noch Hasen gefangen haben sollten, nehmen wir die auf jeden Fall auch noch mit. Dann werde ich nochmal Fleisch braten in der Hütte, um einfach ein bisschen Holz loszuwerden noch vom Gewicht her. Und dann heißt es im Prinzip alles zusammenpacken und auf zum idyllischen Tal. So, ich nehme den Bogen nochmal raus. Falls uns da unten jetzt ein Wolf begegnet, werden wir den wahrscheinlich erschießen müssen. Was wiederum dazu. Hui, oh, das war knapp. Okay, alles klar. Bedeutet, wir werden auf jeden Fall nochmal Fleisch braten. Kommen wir gar nicht drum rum. So. Okay, den hatte ich so weit oben hier nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hört schon wieder den Hund, vermutlich. Kann ich leider nichts gegen tun. Will ich auch ehrlich gesagt gar nichts gegen tun. Okay, kaputt. Ah, nee, nicht sprinten. Wir haben alle Zeit der Welt. Alles mit der Ruhe. Nicht sprinten, wir brauchen die Energie noch. So, ihr seht, ne, ich sammle alle Fallen ein. Da haben wir auf jeden Fall aber noch ein oder zwei Hasen, habe ich gesehen, haben wir gefangen. Da ist einer drin. Super. Ne? So. Schlinge. Kaninchenkadaver. So, kenne ich nichts, ne? Nehmen wir auseinander, nehmen wir mit. So. Eine kaputte Schlinge. Und hier haben wir noch eine kaputte Schlinge. Und das müsste es an Schlingen eigentlich gewesen sein. Jawohl. Okay, haben wir noch mal ein bisschen Beute gemacht. Das ist vollkommen okay. Das heißt, wir werden jetzt noch mal ein Feuerchen machen. Wir haben ja dann jetzt 1, 2, 5 Stücke Fleisch, glaube ich. 6 Stücke Fleisch, irgendwie 5 oder 6 Stücke Fleisch, meine ich, hätten wir. Kann man eigentlich mal nachgucken, ne? 2, 4, 6, 7. 7 Stücke Fleisch. Was bedeutet, wir müssen auf jeden Fall dreimal Holz reinschmeißen. Was bedeutet, auch das sind wieder 1,5 Kilo weniger. Im Vergleich zu 6 Kilo Fleisch, was wir gekriegt haben. Natürlich total effektiv gewesen, das so zu tun. Das passt aber schon. Das ist alles im grünen Bereich. Und ist auch überhaupt nicht schlimm. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen Fleisch auch verbrauchen. Von daher alles gut. Hui, hui, ja. Das bedeutet, wir gehen aber an diesem Tag nicht mehr los hier. Deswegen kann ich hier ruhig sprinten. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch mal eine Nacht hier pennen. So.
Ich hole mir mal das Wasser hier raus. Eventuell werden wir noch mal ein bisschen Wasser nachmachen müssen. Oh, wir haben keinen Zunder. Clever. Muss mal eben einen Ast suchen. Ach, guck mal hier. Perfekt. Oh, das ist kein Ast. Also, ich meinte auch einen Stock. Kein Ast, einen Stock. So. Jetzt nehmen wir das Stöckli und es zerlegen dies zu Zunder. So, und jetzt können wir auch Feuer machen. Oh, ich habe nichts mehr zu trinken hier, ne? Wie konnte das denn passieren? Oh Gott, wie konnte das denn passieren? How could that happen? Oh, what a mess. Also. Wir werden Fleisch braten. Pro Stunde Brennzeit kriegen wir 3 Stücke Fleisch gebraten. Also müssen wir so Holz reinlegen. Und achso, ich muss ja auch weiterklicken, ne? Ja, wir werden hier noch eine Nacht pennen müssen. Das ist mir einfach zu risikoreich jetzt. Also was ist zu risikoreich, ne? Aber wir haben... Der Tag ist jetzt fast vorbei. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen erschöpft, ne? Dadurch, dass wir die ganzen Tiere, die wir jetzt noch auseinandergenommen haben, auseinandernehmen mussten. Die ganzen 2 Tiere. So. Und ja, wir werden einfach am nächsten Tag hier erst losgehen. Ich denke mal, das ist durchaus okay. Ach so, genau. Wir haben ja jetzt auch noch hier so ein bisschen, haben wir ja noch zu tun. Denn das zerlegen wir natürlich. So, spart immerhin 0,25 Gramm, glaube ich. Jawohl. 0,25 Gramm, nein, es ist 0,05 Gramm spart das natürlich. Was immerhin ein bisschen ist. Also bringt zwar nur Altholz, ne, aber das ist erstmal wurscht. So. Die Schlingen nehmen wir mit, da gibt es nichts. Ich schaue jetzt gerade mal, ist das Feuer noch an? Oh, ja. Hier. Denn ich mache jetzt nochmal 2 Liter Wasser. Wir haben nicht mehr so viel Wasser. Wir werden jetzt nochmal relativ viel trinken müssen. Also wir werden nochmal 1,5 Liter werden wir verbrauchen jetzt. Und ich habe lieber ein bisschen zu viel Wasser mit dabei, als zu wenig Wasser. Sage ich ganz ehrlich. Ne? Hier, da kommt nämlich schon das Durstsymbol. So. Allerdings werde ich vorher ein bisschen essen. Und dazu würde ich gerne hier mal kurz das hier reinsortieren. Und hier nochmal gucken. So, ich werde das Kaninchen als erstes essen. Weil, wie schon so oft erwähnt, es einfach gewichtstechnisch am effektivsten ist, das gerade zu essen. Weil wir davon viel mehr essen können als von Reh. Und dementsprechend jetzt hier gerade 2,5 Kilo gespart haben. Und vom Reh hätten wir halt 1,5 Kilo oder so gespart insgesamt. So, das hier wieder rüber. Dann ein bisschen was trinken. So, und die Tatsache, dass es draußen so stürmt, führt mich wieder zu dem Gedanken, dass ich, glaube ich, hier Holz reinlege zum Schlafen. Machen wir auch. Und dann schlafen wir jetzt mal 11 Stunden. Ich gehe da gerade echt lieber auf Nummer sicher, ne? Und jetzt haben wir das Holz verwertet. Alles ist super. Wir brauchen uns keine Sorgen mehr machen, dass wir erfrieren. Guck mal, perfekt quasi. 8 Minuten Brennzeit noch übrig. Wir holen mal die 2 Stücke Reh hier noch raus. Davon werden wir doch mit Sicherheit beide Stücke essen können.
Ach, guck mal, easy. So. Noch ein little bit trinken. Zack. Und dann nochmal 5 Stunden schlafen. So, dann müssen wir jetzt doch kein Holz mitschleppen. Wir haben also quasi das ganze Holz hier verbraucht, was ich persönlich echt gut finde. Denn dann müssen wir es nicht mit rumschleppen. Ne? So, das ganze Fleisch kann ich jetzt quasi rausholen, weil das nehmen wir auf jeden Fall ja mit. Zack, so. Und dann kann ich auch direkt schon mal hier in ein Stück reinbeißen. Spart uns wieder ein bisschen was. Oh, guck mal, und wir haben gar kein Rehfleisch mehr. Und habe ich jetzt gerade eine Lebensmittelvergiftung erwischt? Okay, mit einer Lebensmittelvergiftung mache ich mich auch mit Sicherheit nicht auf den Weg. So viel sei schon mal gesagt. Ich möchte gerne gesund gehen. Ganz ehrlich. Was wiederum bedeutet, ich werde... Wo kommt denn jetzt das Rehfleisch her? Wieso habe ich das ja nicht gesehen? Ich werde das Fleisch jetzt erstmal wieder hier einsortieren. Und sage ganz ehrlich, gut, dass wir uns so viel Wasser gemacht haben, als das Feuer noch brannte. Die Lebensmittelvergiftung ist halt ätzend. Und damit möchte ich mich echt nicht auf den Weg machen. Man verliert so schnell Zustand, obwohl man den Tee getrunken hat. Dann lieber noch eine Nacht hier bleiben. Das ist mir echt sicherer. Das könnte eins von den Wolfsfleischstücken gewesen sein. Die schon irgendwie, weiß ich nicht, 12% hatten oder so, als wir die gegart haben. Wir hatten doch einmal ganz blödes Wolfsfleisch. Ja, wobei, das kann nicht sein. Das hatte 73% jetzt schon, ne? Das, warum? Ach so, es ist ja gerade erst dunkel, ne? Stimmt ja. Hallo, wo ist mein Bett? Hier, so. Dann schlaf nochmal 9 Stunden. Ja, weiß ich auch nicht. Also manchmal hat man Pech mit dem Fleisch, manchmal hat man Glück mit dem Fleisch. Ne? Bei 73% habe ich allerdings, glaube ich, bisher noch nie eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Lebensmittelvergiftung. So, dann Rehfleisch. Eat it. Okay, dann können wir nochmal in ein Stück Rehfleisch reinbeißen. Eat it. Und schnell trinken, bevor wir auf 99% fallen. Super geregelt. Sehr schön. So, keine Lebensmittelvergiftung. Bedeutet, jetzt machen wir uns auf den Weg. Zack, so. Und jetzt nehme ich auch keine Rücksicht darauf, ob hier irgendwas noch nicht getrocknet ist. Wir werden alles mitnehmen, was hier liegt. So. Jetzt ist es allerdings so, dass ich ehrlich gesagt nicht wirklich sehe, ob ich jetzt wirklich alles mitgenommen habe. Mein vorletztes Streichholz nutze ich jetzt dazu, um hier nochmal alles zu durchsuchen. Nö, aber das passt alles, ne? Ja, nichts mehr hier. Perfekt. Wir gehen. Na komm, ich mach trotzdem die Tür zu. Tschüss Wolfsberg. 94 Tage haben wir jetzt überlebt. Und gewichtstechnisch sind wir bei 44 Kilo. Alles super, ne? Kann man nicht meckern. Zeittechnisch ist auch alles im grünen Bereich voll super. Wir verabschieden uns mit Würde von dieser Map. Sie hat uns gefordert, muss man sagen. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass es eine neue Map war und wir uns natürlich erstmal die ersten Ingame-Tage hier deutlich orientieren mussten. Es war aber sehr schön, wie ich finde. Das ist immer noch eine gelungene Map. Da gibt es nichts. Kann ich nicht anders sagen. Und wir nähern uns jetzt unserer Todeszone. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss nochmal nachgucken. Aber ich bin mir fast sicher. Ja, wobei, die letzte Staffel sind wir am Rätselsee gestorben, ne? Aber ich glaube, dass das idyllische Tal führt irgendwie 3-2 und in der ersten Staffel gab es das idyllische Tal, glaube ich, noch gar nicht. Bin mir nicht ganz sicher.
Ich bin mir sehr sicher, dass ich die schlimmsten Überlebensszenen immer im idyllischen Tal hatte. Und das ist uncool. So, unsere letzte Tour vom Wolfsberg mit vollem Gepäck Richtung idyllisches Tal. Freue ich mich ein bisschen. Freue ich mich wirklich ein bisschen. Und was mich auch freut, ist, wir haben zum einen das ganze Holz weggekriegt. Finde ich super. Wir mussten nichts zurücklassen, also außer die Kletterseile, die wir bei den neuen Maps nicht brauchen. Zumindest hat mich so eine Info bisher nicht erreicht, dass es da Kletterpunkte gibt. Wir haben das ganze Fleisch mitgenommen, das ganze Wasser mitgenommen. Von daher ist es alles super gelaufen bisher. Wir haben minus 7 Grad. Wir müssen uns unbedingt als erstes um unsere Klamotten kümmern. Und zum Glück hat der Bunker eine Werkbank, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ich meine, der hätte eine Werkbank. Da müssen wir nämlich dringend was tun. Ich werde vermutlich dazu tendieren, die jetzigen Rehlederstiefel auseinanderzunehmen und uns neue zu machen. Denn selbst wenn wir die jetzt reparieren mit 30%, sind wir immer noch relativ weit von 100% entfernt. Und wenn wir die jetzt auseinandernehmen, bringen sie halt nochmal zwei Rehleder, die wir bekommen. Und ich finde, das kann man durchaus machen. Die müssten jetzt bei 55% oder so sein, ne? 56% immer noch, ja. Also unsere Klamotten sind echt... Habe ich einen Bärenfeldschlafsack mitgenommen? Jawohl. Unsere Klamotten sind echt nicht mehr so super in Schuss, ne? Da müssten wir uns wirklich mal drum kümmern. Auch das hätten wir natürlich noch am Wolfsberg machen können, aber musste nicht sein. Ja, diese Musik mag ich total. Und dann auch noch hier so beim Sonnenaufgang mit leichten Schneeflocken. Sehr idyllisch. Ah, herrlich. So, im Bunker ist es auch erstmal muckelig warm, ne? Wir haben ein Dach über dem Kopf. Da brauchen wir uns auch keine Sorgen um Feuer oder so zu machen. Das brauchen wir erstmal nicht. Deswegen ist im Prinzip alles gut. Wir haben jetzt noch ein Streichholz mit dabei. Was uns in der Tat ein Grad Wärme spendet, ne? Sehr lustig. Guck mal, wie schön. Oh. Ich gebe zu, das war verschwendet, aber es passt schon. Keine Lichtquellen im Inventar. Wolfsberg verlassen. Ja, das war der Wolfsberg. Ich hatte sehr viel Spaß am Wolfsberg, muss man sagen. Waren ein paar sehr schöne Erlebnisse da. Und ich würde mal schätzen, wir haben bestimmt, ja, ich würde sagen, 75, 80 Tage haben wir am Wolfsberg verbracht, ne? Ich bin mir nicht mehr genau sicher, ganz sicher, mit wie vielen Tagen wir, also mit wie viel Überlebenszeit wir zum Wolfsberg gekommen sind. Aber ich würde schätzen, so um die 80 Tage haben wir am Wolfsberg verbracht. Wir sind ja am Desolation Point gestartet. Haben uns ein bisschen Ausrüstung zusammengesucht, ne? Also ein paar Tage haben wir auf den anderen Maps verbracht. Also zumindest Desolation Point, Küstenstraße und natürlich auch im idyllischen Tal. Das
Kann man doch im Journal nachlesen, ne? Glaube ich. Ich meine schon. Guck ich gleich mal. Vielleicht überschätze ich auch die Tage, die wir auf den anderen Maps verbracht haben. Idyllisches Tal, ich komme! Und diesmal wirst du mich nicht besiegen. Das sage ich dir. So. Jetzt erstmal den Krempel zum Bunker bringen. Und dann ist echt die erste Amtshandlung. Wirklich Klamotten reparieren. Ne? Das müssen wir unbedingt tun. Und insgesamt brauchen wir auch einen Überblick über die ganzen Sachen, die wir jetzt hier haben. So, pass auf, ich check erstmal nochmal hier. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Das wird vermutlich aber nicht reichen. Ne? Was haben wir denn getrocknet? So. Hier den einen Stoff. 0,6, die passen sogar alle noch. 0,4, die passen nicht mehr alle. Okay, pass auf, dann hole ich den Stoff da nochmal raus. Getrockneter Darm. So, den anderen Krempel lege ich direkt mal zum Trocknen hier raus. Frisch, 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 frisch. Perfekt. Und warte mal, ich hätte jetzt gerne eine Laterne. Gib mir, wo habe ich die Laternen? Habe ich die hier? Ja. So. Ich brauche Licht. Perfekt. So, Werkbank haben wir hier. Das ist super. Hier haben wir noch einen Schrank. Ach Gott, hier sind, okay, ja. Die ganzen Werkzeuge drin. Hier haben wir Wasser reingepackt, ne? Wie schwer ist denn der Stoff? 5 Kilo, super. Passt. Achso, den Schössling. Schößling, entschuldigt. Ach ne, der ist ja getrocknet. Warte mal, die hatten wir hier, glaube ich. Ja. Perfekt. Ach, hier haben wir noch Schöcke. Super, super. So, jetzt haben wir noch jede Menge Wasser dabei. Da haben wir 10, da haben wir 10, hier haben wir 8. Das bedeutet, ich packe hier jetzt nochmal kein Wasser rein. Wo hatte ich Nahrung? Hier ist Nahrung, aber hier passt auch echt nichts mehr rein. Ne? Alles relativ voll. Und jetzt habe ich doch in der Tat schon ein Lagerproblem, ne? Mit dem Fleisch. Was bedeutet, wir müssen ein bisschen umstrukturieren. So, den Stoff bündel ich schon mal gerne hier rein. 74 mal Stoff. Super. Und ich glaube, die Werkzeuge werde ich jetzt hier mal rausholen. Ja, hier natürlich nicht. Ach, guck mal, hier haben wir noch Holz. Das hole ich auch mal raus. Stock. Das passt ja noch woanders hin. Hier die Stöcke hole ich auch mal raus. Die Lupe hole ich ja auch mal raus. Die gehört ja auch nicht hin. Hier haben wir Erste-Hilfe-Sachen, das ist schon mal gut. Da müssen wir aber gerade nichts umräumen. Im Gegenteil, ich würde mir, glaube ich, eher sogar nochmal hier 2 Tassen Tee rausholen. Zur Sicherheit. So, hier haben wir auch noch Wasser drin. Das hole ich nochmal raus. Ja, die Erste-Hilfe-Sachen finde ich hier in der Tat auch echt blöd. Die hole ich auch nochmal ganz komplett raus. Aber die passen hier nicht mehr hin. Ne? Das ist das Blöde daran. Das Blöde daran ist das Blöde darin. Ja, muss ich mir mal überlegen. Ich packe jetzt hier erstmal. Ne, warte mal. Da unten hatte ich Holz drin, ne? Jawohl. Zedernholz. So, das Altholz passt da schon wieder nicht rein. Dann packe ich hier die Stöcke rein. Noch mit. Und hier packe ich das Altholz rein. Dann ist das hier der Holz- und Erste-Hilfe-Schrank. Dann überlege ich ja fast. Ich packe die Erste-Hilfe-Sachen, die ich jetzt hier noch zu viel habe, packe ich hier mit rein. So. Ja, das ist super. So, pass auf, ich mach die Laterne gerade mal wieder aus.
so dicke haben wir es ja auch nicht. So, das ist der Pelzschrank, das ist in Ordnung. Die Werkzeuge, jetzt kommt es nämlich. Ich würde gerne die Werkzeuge, also Sägen, Hämmer, Beile. Boah, kann ich mich gleich nicht mehr bewegen, ne? Laternen. Ja, ja, ich kann mich gleich nicht mehr bewegen. Jetzt. Sozusagen. So. So. Komm, ich hole das alles mal raus hier. Ich brauche einen leeren Schrank für das Fleisch. Oh, da sind ja noch mehr Sachen drin. 74 Kilo. Voll super. So, hier kommt das Fleisch jetzt gerade erstmal rein. Perfekt. Und ich weiß, wir sind total langsam, aber das macht erstmal nichts. Ich würde hier gerne schon mal schon mal das erste Werkzeug reinpacken. Und zwar als erstes, glaube ich mal, die Laternen. So, eine Laterne werde ich im Inventar behalten. Kann man das mal hier so sortieren, damit ich sehe, wie viele Laternen ich noch habe. Perfekt. Jawohl. Die schmeißen wir noch raus. So, als erstes hier so die Laternen da mal reinstellen. Perfekt. So, dann würde ich gerne hier die beiden Schlafsäcke mal rausschmeißen. Passen die da irgendwie rein? Die passen da in der Tat nicht rein, ne? Hm. Verdammt! So, muss mal. Entschuldigung, ich muss Licht machen. So, dann packe ich die einfach aufs Bett. So. Und so. Super. Okay, so, die Laternen stehen schon mal oben da. Dann würde ich gerne die Hämmerlines loswerden. Und zwar auch möglichst platzsparend. So platzsparend, wie es halt nur geht. So. Guck mal, die kriegen wir ganz praktisch alle unten in das Regal da rein. Finde ich voll super. Und für den Fall, dass wir noch mal einen finden sollten, haben wir sogar noch Platz für einen. Okay, so. Die Werkzeugkisten stelle ich, glaube ich, wieder unter die Werkbank. Oder? Dann kommt die Schliche oben zu den Laternen. So. Die passen so schön ins Regal rein hier, ne? Finde ich super. Okay, perfekt. So, haben wir hier noch irgendwas drin? Ne, das ist der Pelzschrank. Das ist der Irgendwas-Schrank. So, das ist der Fleischschrank, theoretisch zumindest. Praktisch haben wir da einfach noch viel zu viel Zeugs drin. So, was ich jetzt auch alles mal hier rausholen werde. Was mich direkt zu der nächsten Amtshandlung führt, dass ich die Streichhölzer erstmal hier in die Werkbank packe. Die brauchen wir nämlich erstmal nicht. So. Wir haben echt viele Streichhölzer schon gefunden, ne? Wirklich viele Streichhölzer. Okay, perfekt. So, die sind wir auch schon mal losgeworden. Was haben wir hier noch drin? Hier, das ist der Essensschrank. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das kann da ruhig drin bleiben.
So, hier haben wir so Krempel noch. Das hole ich jetzt gerade auch nochmal raus. Ich muss mir irgendwie einen Überblick verschaffen. Metallschrott, Zunder. Jede Menge Zunder haben wir. So, wo habe ich denn die ganzen Äxte und sowas? Ah, hier. Alles raus hier, alles raus. Ich kann mich nicht mal bewegen. Oh, nee, stopp. So. Ja, die Tatsache, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, ist natürlich relativ blöd. Dann erstmal den Schlafsack raus. Erstmal den Bogen raus. Die Pfeile raus. Die Fackel raus. Das Angelzeugs raus. Das Gewehr schmeiße ich erst nochmal raus. Sortiere gerade nur noch mal kurz aus. Damit ich mich zumindest bewegen kann. Und die Schlingen schmeiße ich auch jetzt hier mal raus. Die stören mich nämlich gerade. So, die Pfeile noch. Ah, fast perfekt. Hier, die Fackeln. Angelzeug. Ja, guck mal, jetzt kann man sich zumindest bewegen. Perfekt. Oh. Moment, wird gleich. So. Erstmal packen wir jetzt hier. Was packen wir denn hier rein? Pass auf, ich packe hier mal die Gewehrreinigungssets rein. So. 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 Bitte um Geduld. Oh, mir fällt gerade mal auf, wir müssen mal wieder Schluss machen, ne? Uiuiuiui. So ein Ärger aber auch. Es macht gerade so viel Spaß wieder. So, das ist mir jetzt kackegal. Ich stapel die jetzt so rum. Dann brauche ich nicht so viel laufen. So. Und die letzten beiden stapel ich nochmal gerade. So. So. Das ist doch schon mal super. So, pass auf. Die sind schwer. Die habe ich hier oben hingestapelt, ne? So, pass auf. Haha. Ausgetrickst. Ah, guck mal, die passen schon wieder nicht, ne? Ärgerlich. Das passt noch. Aber die Sturmlaternen muss ich anders stapeln. So, das sieht aber natürlich überhaupt nicht schön aus. Ja, so sieht das schon besser aus. So, wo wir einmal hier sind, packen wir hier noch die Sägen hin. Ach, guck mal, und schon kann man sich auch ein bisschen schneller bewegen. Zack. Ich weiß, ich habe die Lampe da noch an, ne? Das ist aber erstmal egal. Wir haben ganz gut Petroleum. Und so viele Laternen brauchen wir in der Tat nicht. Wenn das Licht da ausgehen sollte, werde ich diese Lampe auch nicht mehr auffüllen. Ich werde diese Lampe dann zerlegen. So, sehr schön. So, hier können wir die Beile hinlegen. Das ist natürlich blöd, ne? Pass auf, ich stelle die mal eine Etage höher. So.
Hat doch Charakter, oder? Sehr schön. Läuft bei uns. Guck mal, die Messer. Die passen da auch noch hin. Auf die stapel ich mal da oben rein. Die müssen ja nicht so wirklich akkurat da liegen. Die kann man ja ruhig auch ein bisschen so hinlegen, als ob sie ständig benutzt werden würden. Kann man machen. So, perfekt. Finde ich gut. Sieht doch schon mal schön aus. Haben wir ein bisschen Platz gemacht. So, und wir haben ja hier in der Tat sogar noch ein Regal, ne? Dann packe ich nämlich mal hier Brechstange, Feuerstein, Nähset, Lupe. Das ganze Zeug kann man nämlich dann auch da schön stapeln. So. Lampenöl zum Beispiel. Nähset packe ich mal da unten hin. Brandbeschleuniger packen wir mal da hin. Lampenöl kommt da hin. So. Feuerstahl packen wir mal hier unten mit rein. Die Lupe packen wir auch mal hier hin. Den Wetzstein packen wir mal hier oben hin. Lampenöl. Finde ich echt cool mit den Regalen. Also man hat halt... Es sieht halt einfach ein bisschen wohnlicher aus. Ne? Man fühlt sich dann nicht ganz so alleine survivalig. Wenn man sich das hier ein bisschen einrichtet. So, Wetzstein kommt dahin. Brandbeschleuniger, so. Und so. Den Feuerstahl packen wir hier wieder mit rein. Super. Super. So, was haben wir denn hier sonst noch alles drin? Ja, hier haben wir noch jede Menge Krempel drin. Aber wir machen jetzt erstmal Schluss. Würde ich sagen. Die Schlingen. Gerade nochmal gucken. Der war leer. Das ist super. Hier ist Futter drin. Hier ist Futter drin. Ah, hier haben wir noch ganz viel Krempel, der hier nicht reingehört. Zumindest nicht vollständig. So, und hier haben wir die Pelze drin, das ist okay. Ja, der Rest ist eigentlich super, ne? Der Rest ist eigentlich super. 22, ach Gott, oh ja, wir müssen dringend Schluss machen. Entschuldigung. Wir müssen aber sowas von dringend Schluss machen. Durstig, ja, Wasser haben wir noch im Inventar. So. Wir trinken gerade nochmal was. Eieieiei, da haben wir aber deutlich überzogen. So, wir sind im idyllischen Tal angekommen. Werden jetzt hier erst nochmal ein bisschen Zeit im Bunker verbringen, um uns zu sortieren, um entsprechend unsere Klamotten auf Vordermann zu bringen, um einen Überblick über die Ressourcen, die wir hier haben, zu bekommen. Und dann werden wir anfangen, im idyllischen Tal zu erkunden und hoffen, dass wir ganz lange noch überleben werden. Aktuelle Überlebenszeit 94 Tage, 22 Stunden, 31 Minuten. Das werden wir noch erweitern. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wenn euch das gefallen haben sollte, dann natürlich wie immer gerne kommentieren, diskutieren, philosophieren, Däumchen nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Long Dark wieder. Bis dahin, ciao!